Weiß und Blau, der offizielle Löwen-Podcast mit Claudia Pichler. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen Löwen-Podcast, präsentiert von Die Bayerische. Mein Name ist Claudia Pichler, ich bin heute mal wieder die Gastgeberin hier. Darin wechsle ich mich ja ab mit dem Jan Mauersberger, der den Löwen-Podcast damals auch gegründet hat, und mit unserem Stadionsprecher, dem Sebastian Schech. Genau, heute bin ich mal wieder dran und den Löwen-Podcast kann man ja auf allen Portalen hören oder man kann uns auch anschauen auf dem Löwen-YouTube-Kanal, Löwen-TV. Alle Infos und alle Folgen findet man am einfachsten auch auf der Webseite des TSV 1860. Da findet man einfach die Übersicht. Wir nehmen uns hier im Podcast ja die Zeit, einfach unsere Spieler ein bisschen persönlicher kennenzulernen, einfach ein bisschen zu reden, auch über die Hintergründe, den Mensch hinterm Spieler ein bisschen kennenzulernen, abseits auch vom aktuellen Fußballgeschehen. Deswegen freue ich mich sehr über meinen Gast heute, einer unserer Neuzugänge in dieser Saison, unsere Nummer 5, Errol Zehn. Ich wusste, dass ich stolper, sorry. Magst du deinen Namen selber sagen? Ich Zenulahu. Zenulahu. Genau, das ist, war sehr gut ausgesprochen. Zenulahu, aber es ist wirklich, wie oft passiert es, dass es falsch ausgesprochen wird? Schon also sehr oft, wenn Menschen den Namen zum ersten Mal vor sich zu stehen haben, dann ist es dann schon schwierig mit der Aussprache. Ja, wie oft musst du den buchstabieren auch? Buchstabieren immer, ja. Also so egal wo man ist, so, weil der Nachname ist ja nicht üblich und auch nicht so bekannt, dass man sagt, okay, man kennt den auch von anderen Leuten oder Fußballspielern, wie auch immer. Deswegen ist schon oft der Fall, dass man den immer buchstabieren muss, ja. Ja, noch nicht, aber jetzt kennt man ja von dir dann. Ja, richtig. Wir starten den Podcast eigentlich immer mit derselben Eingangsfrage. Okay. Die ist gar nicht so einfach. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Was für ein Mensch bist du, wenn du so die drei prägnantesten Eigenschaften nennen müsstest? Ich bin ein positiver, geselliger und familiärer Mensch, so würde ich mich beschreiben, ja. Du bist jetzt seit Sommer hier in München bei uns, bei den Löwen. Hast dich schon ein bisschen eingelebt? Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin gut und schnell angekommen. Ich hatte auch relativ schnell eine Wohnung bekommen. Das ist ja immer so die Frage. Wie war die Wohnungssuche? Genau, die Wohnungssuche war sehr entspannt bei mir. Ich hatte da auch sehr viel Glück, muss man dazu sagen. Weil ein Bekannter aus Bayreuth, der kannte hier in München jemanden, der ist auch Fan von 60, der ist auch bei jedem Heimspiel dabei, ich glaube sogar auch Auswärtsspiele ist er mit dabei. Und genau, die haben das dann so in die Wege für mich geleitet, dass ich eine Wohnung bekomme. Und das ist in München eine Wohnung zu bekommen schon eine Riesensache. Deswegen bin ich dafür sehr, sehr dankbar, dass es auch, so gekommen ist. Das hat mir natürlich das Leben sehr viel einfacher gemacht, ja. Und fühlst du dich wohl in der Stadt? Also hattest du vorher vielleicht auch schon Verbindung nach München oder bist du ganz neu hier? Ich bin ganz neu hier, ja. Ich kannte halt, ich habe einen Kollegen, der hier aus München ist. Ansonsten muss ich sagen, es ist für mich eine neue Stadt. Klar war man halt durch Spiele ab und zu mal in München, aber ansonsten ja, ist schon ein neuer Fleck für mich, ja. Ich meine, du bist ja in Berlin aufgewachsen, dazu kommen wir auch gleich noch, aber man hat natürlich so eine bestimmte Vorstellung von München und so die Vorurteile. Haben sich die bestätigt oder wie ist deine Erfahrung bislang? Ja, also ich muss sagen, das mit den Mieten hat sich bestätigt so. Hier sind schon die Mieten, man hört immer München teuer und das ist schon extrem. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es so schlimm ist, ja. Ansonsten von den Menschen her, dass man sagt, okay, sind da viele Snobs unterwegs, habe ich jetzt nicht so das Gefühl, muss ich sagen. Vielleicht kommt es noch, dass ich die Ecke oder die Menschen kennenlerne, aber so an sich habe ich bisher einen sehr positiven Eindruck, ja. Fühle mich auch sehr wohl, ja. Warst du auch auf dem Oktoberfest natürlich? Ja, wir waren mit der Mannschaft dort. Es war auch das erste Mal für mich so. Und ist schon ein großes und interessantes Fest, ja.
Ja, ich sag's mal so. Das klingt jetzt sehr diplomatisch. Ja. Ja, da kann man halt sehr viel Spaßfaktor, ist halt 10 von 10, würde ich sagen, ja. Ja, genau, okay. Ja. So kann man das, glaube ich, ausdrücken, ja, genau. Und wie geht's dir hier im Verein? Wie bist du hier angekommen? Wie hat sich's in der Mannschaft, wie seid ihr, es sind ja doch schon ein paar Spieltage jetzt gelaufen, auch die Saison läuft schon. Wie seid ihr so zusammengewachsen? Ja, als Mannschaft, ich finde, wir haben eine sehr homogene Truppe. Wir sind von den Charakteren her, denke ich, gut zusammengestellt worden. So, es gibt auch keinen, wo man jetzt sagen, oder also wo ich halt finde, ist meine Meinung, da ich sagen kann, okay, da ist jetzt so ein Stinkstiefel mit dabei, das finde ich jetzt nicht so. Die Mannschaft ist charakterlich stark. So, wir haben gute, coole, positive Typen, ruhige Typen. Genau, so klar, kann es ab und zu mal krachen in der Kabine oder auf dem Spielfeld, das gehört auch dazu. Und ja, ansonsten so, klar, die Spiele sind schon auch entscheidend für die Atmosphäre. Wenn man jetzt mal öfter verliert, ist natürlich nicht so schön. Wenn man gewinnt, ist natürlich umso schöner. Im Großen und Ganzen ist halt natürlich für uns schon wichtig, eine positive Atmosphäre zu haben, ja. So. Ja. Wo würdest du dich da einsortieren zwischen den ruhigeren oder den aufbrausenden Typen? Schon Richtung ruhiger, ja. So, ich muss erstmal auch ankommen. Ich bin jetzt nicht einer, der, wenn er in eine Mannschaft oder in einem Verein neu reinkommt, dass er dann sofort ganz vorne steht und den dick macht. Das bin ich nicht. Ich bin dann schon so eher der ruhige Typ. Und dann mit der Zeit öffnet man sich, genau, so. Das ist so mehr mein Weg in die Mannschaft. Ich meine, du hast ja mit den Löwen schon Kontakt gehabt, also in der letzten Saison bei Bayreuth hast du ja zweimal gegen die Mannschaft auch gespielt, auch einmal natürlich im Grünwalder Stadion. Wie hast du das damals empfunden und wie empfindest du das jetzt bei den Heimspielen, so die Atmosphäre oder das Spezielle bei den 60ern? Ja, also 60 ist ja... Ich habe ja auch schon davor gegen 60 gespielt in der zweiten Liga. Muss halt sagen, es ist immer was los. Also man weiß immer, da kommt eine Fankulisse mit hinzu. Speziell in Bayreuth war es dann halt so, die Situation war halt, wir waren halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ganz unten. War 60 auf dem ersten Platz. Und da hat man schon einen Respekt, ja, ist ja klar so. Und ja, es war immer, also es ist immer schön, gegen einen Top-Gegner zu spielen. Und jetzt bei einem Top-Verein zu sein, ist natürlich für mich als Spieler, bin ich stolz drauf so, weil es halt ein Verein, der schon einzigartig ist für mich in Deutschland. Und ja, man muss halt ganz klar sagen, 60 ist halt ein Riesenverein und gehört mehr als, also... Hoffentlich wird der Weg irgendwann demnächst in die zweite Liga gehen, ja, und noch höher. Wenn wir jetzt mal zu deinen Anfängen schauen, also ganz am Anfang, du bist 1994 in Berlin geboren, aber du hast ja eigentlich eine Flüchtlingsreise schon miterlebt, weil deine Eltern sind aus dem Kosovo geflohen, sind in Berlin gelandet, deine Mutter war schwanger mit dir, genau. Und da bist du dann auf die Welt gekommen. Was haben die dir so über ihre Flucht erzählt? Ja, die haben mir halt die Story mal so erzählt, wie das so, wie die da geflohen sind. Das ist schon sehr interessant für mich, das zu wissen, wie es da auch früher abgelaufen ist. Ist halt schon eine Riesensache. Also da gehört schon, weiß nicht, ob man, also für mich ist es nochmal, glaube ich, einfacher, mich hineinzuversetzen, weil ich, klar, meine Eltern halt so kenne und die mir im Detail halt erzählt haben, wie das so damals abgelaufen ist. Für jemand Außenstehendes das zu begreifen, dass man, weil man es nicht kennt, so sein ganzes Zuhause, seine Familie und also ich meine jetzt Onkels, Tanten, Eltern, die sind ja auch alle irgendwo hin, ja. So, man weiß ja nicht, wohin die Reise geht. Klar hat man so ein gewisses Ziel, aber wie es dann zum Schluss kommt, weiß man nicht, weil da muss man halt gewisse Grenzen halt nicht auf dem normalen Weg überqueren. Da gibt es halt natürlich
früher, jetzt weiß ich das halt nicht, gab es halt Routen, so, ne? Man muss, okay, man kann den und den Weg einschlagen, aber wie es dann halt zum Schluss kommt, ist dann halt nicht so hundertprozentig klar gewesen. Und bei meinen Eltern, ja, gab es natürlich auch, klar, Hindernisse, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ja, aber am Ende des Tages sind sie gut da angekommen. War halt natürlich für die eine neue Welt so. Und ja, es war halt, für meine Eltern eine sehr schwierige Zeit gewesen. Für mich als Jung, es war dann halt, ich bin halt so damit aufgewachsen, also, ne? Ich habe das nicht so richtig wahrgenommen. Aber jetzt mit der Zeit weiß man es halt natürlich zu schätzen, was die Eltern halt gemacht haben und das auch einzuordnen, ja. Ja, weil ihr wart ja dann in so Übergangsheimen, bevor Richtig. Ihr überhaupt mal eine Wohnung bekommen habt. Das war ja über Jahre, oder? Genau, ja, es war halt früher, jetzt schon, wie viel, 25 Jahre her, so, sogar noch länger. Da wurde man halt von Heim zu Heim halt immer, ich weiß nicht, wie das genau früher ablief, aber auf jeden Fall musste man halt, die Heime halt, also Landenheime halt wechseln, so, und man durfte in keine Wohnung rein, so, das war dann halt so aus der Politik heraus so entstanden, dass man halt, wenn man geflüchtet ist, also man braucht, klar, man muss ja irgendwo leben, dann hat man halt eine Wohnung im Asylantenheim bekommen und dann muss man halt irgendwann raus und ins nächste und so ist es dann, wie das dann genau so wie zustande gekommen halt ist, weiß ich nicht, so, ob man dann vom Staat den Brief erhalten hat oder nur, ich weiß nur, dass auf jeden Fall mehrmals gewechselt worden ist, ja. Also ich kenne das, also in Bayern läuft ja vieles anders, aber ich kenne das von hier, ich war noch in der Schule und habe so ein Praktikum gemacht und dafür war ich einmal die Woche bei so Hausaufgabenbetreuung in so einem Übergangsheim und ich habe dann natürlich auch nicht so viel mitbekommen, aber da waren ja auch immer verschiedenste Kinder da, manche haben da seit Jahren schon gelebt, obwohl es nur für Monate gedacht war, andere waren dann die nächste Woche plötzlich nicht mehr da. Man wusste nicht, sind die jetzt in einem anderen Heim, wurden die abgeschoben, haben die eine Wohnung bekommen. Also was ich da immer krass gefühlt habe, war einfach so ein Ausgeliefertsein und so diese Willkür. Also deine Eltern waren ja vermutlich, hatten jetzt keine Angst vor Abschiebung, also hoffentlich, weil die ja anerkannte Kriegsflüchtlinge waren, aber trotzdem dieses, es ist ja kein normales Aufwachsen, sondern du bist in so einem Umfeld, das ja einfach so fremdbestimmt ist. Richtig. Ich sag mal so, für meine Eltern, die hatten halt nie die Sicherheit, dass sie halt, man wurde ja, also man, das war früher, hieß es Duldung. So, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Ja. Und du wusstest halt nie, du musstest, glaube ich, jeden dritten Monat oder sechs Monat zum Amt. In Berlin ist es die Ausländerbehörde und da wird halt immer vor Ort entschieden, ob es dann verlängert wird oder nicht. So in der Art das war halt für meine Eltern natürlich schwierig, weil klar, die wussten halt in der Heimat, dass es ganz schwierig Leben zu führen, das war halt ein zerstörtes Land und ja, die haben sich dann halt für uns als Kinder entschieden, dass wir hier in Deutschland, die wussten das halt auch zu schätzen mit der Schule, dass klar, für die selbst war es nicht schön, ja, weil man muss sich halt vorstellen, es ist halt ein Heim, ist halt ein Riesenblock und dann sind halt zig Familien verschiedenster Länder, Kulturen und die Sprache ist ja halt auch mal eine andere Zeit gewesen, da hatte man halt kein iPhone oder Google-Übersetzer oder irgendwas, ja, so, deswegen war die Sprache auch ein Hindernis, so, das braucht halt alles seine Zeit so und die haben sich halt für uns entschieden, dass wir halt hier unseren Weg machen können. Dafür bin ich meinen Eltern unendlich dankbar. Gibt halt auch natürlich andere Familien, die halt zurückgekehrt sind. Ja, und die Geschichte meiner Familie, meiner Eltern war halt die, dass wir halt hier in Deutschland geblieben sind und auch
das auch ermöglicht bekommen haben. Ja, dafür bin ich sehr dankbar. Ja, also Sie haben ja nicht nur die Existenz quasi zu Hause aufgegeben, sondern Sie haben ja beide, glaube ich, auch studiert. Oder? Genau, Eltern. Meine Eltern sind beide studiert. Und dann, ja. Wenn du in dieser Duldung bist oder wie das eben damals war, dann darfst du ja nicht mal arbeiten. Also ist ja genau, das ist keine einfache Zeit gewesen, ja. Weil um ehrlich zu sein, uns ging es schon sehr gut in der Heimat. Mein Vater hat halt sein Unternehmen, der hat Wirtschaft studiert, meine Mutter hat Chemie studiert, sind beide oder wollten beide auch hier in Deutschland arbeiten, aber es war halt natürlich schwierig, du hast keine Arbeitserlaubnis bekommen. Du musstest die Zeit irgendwie immer rumbekommen, so war das. Deswegen sage ich so, für meine Eltern war das keine einfache Zeit, weil die haben schon viel aufgegeben und das nur für uns Kinder so. Und deswegen bin ich meinen Eltern oder meiner Familie für das so dankbar und fühle mich auch irgendwo so leicht auch schuldig, weil die geben halt ihr Leben auf für uns und das war halt so, das ist keine einfache Sache, so muss man halt schon sagen. Und wenn du dann halt auch nicht arbeiten darfst, klar, für ein paar Wochen ist es mal schön, so sag ich mal, sich rauszunehmen, aber über Jahre hinweg, das ist dann, ja, ich glaube, alles andere als schön. Ja, ja. Wie viele Geschwister hast du? Drei Geschwister, genau. Es sind einen älteren Bruder, eine ältere Schwester, dann komme ich, dann kleiner Bruder. Die haben nichts mit dem Fußball zu tun, so an sich oder allgemein die Familie. So, sind ja alles also fertig studiert und ja, der Kleinste ist noch gerade dabei. Ja. Genau. Aber du hast viel mit Fußball zu tun und ja, ich hab von klein auf, oder? Du hast ja, wirklich. Ich habe, ist auch ganz komisch, wir wissen auch nicht, woher das kommt, so, weil aus der Familie wirklich keiner was mit Fußball was zu tun hat oder hatte. Ich habe es einfach geliebt, so. Für mich war das so, es klingt zwar doof, aber für mich war das eine sehr, sehr schöne Zeit im Asylantenheim, weil ich hatte da so viele Kinder um mich herum. Ich konnte jeden Tag Fußball spielen. Deswegen, das war so für mich mit eins der schönsten Zeiten. Das klingt so vielleicht komisch für den einen oder anderen so, aber das ist für mich geil gewesen, rauszugehen. Da waren immer Kinder da, mit denen man spielen konnte, egal bei welcher Jahreszeit, auch im Winter, Sommer, 30 Grad, 35 Grad oder wenn es mal geregnet hat, es war so für mich, okay, rausgehen, irgendjemand kommt schon raus oder ist schon jemand und dann wird gekickt. Ja. Da wusste man immer, wo man dich finden kann. Ja, auf jeden Fall, ja. Hast du dann darüber auch Deutsch gelernt oder wie ging es dir dann in der Schule? Ja, bei mir war das eigentlich, ich bin ja dadurch, dass ich dann halt hier in Deutschland geboren bin, so ne, klar, zu Hause halt Albanisch gesprochen, so, aber ich musste halt in den Kindergarten, in die Grundschule. Es war das ist der normale Weg dann halt, wie es heute auch so ist. Und dadurch habe ich dann halt die Sprache auch. Es war für mich so, ich habe die Sprache halt automatisch mitgelernt, ja, genau. Also sprichst du beides gleich gut? Oder was ist dir näher, Albanisch oder Deutsch? Ich muss schon sagen, dass ich Deutsch schon besser sprechen tue und Albanisch etwas, sage ich mal, ist okay, ja. Aber jetzt nicht perfekt, ja. Okay, aber schon. Das ist dann das, was du mit deiner Familie oder mit deinen Eltern? Ja, mit meinen Eltern, so mit meinen Geschwistern. Dadurch, dass ich halt auch durch den Fußball immer schon von früh auf dann immer unterwegs war, so habe ich halt nur Deutsch gesprochen, so. Und genau, meine Geschwister sprechen, muss ich auch leider zugeben, die sprechen alle besser als ich Albanisch, aber es ist jetzt auch keine Katastrophe, ja. Es okay. Ist schon alles noch im Rahmen, so, ne? Aber ich bin jetzt nicht der grammatikalisch immer so alles richtig ausspricht, sagen wir es mal so. Ja. Da ist schon das Deutsche sprechen viel besser, ja. Ja, okay. Genau, so würde ich das sagen, ja. Wie ging es denn dann so vom am Bolzplatz da kicken, wie ging es denn dann so in die bisschen professionellere Richtung? Also wie? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte also nie eine Ahnung, so dass ich, wie es überhaupt abläuft. Ja. Also das Ding war halt so bei mir, ich spiele, weil ich Spaß dran hatte. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt, ich wusste auch nicht, wie man Profi wird. Yeah. Also ich bin wirklich, ich glaube erst
so richtig bei einem Verein mit 12, 13 Jahren gelandet. Mhm. Und es war halt so, wir hatten so meine Eltern, wir hatten ganz andere Sorgen. Yeah. So, und ich bin halt so, ein Kollege ist da zu einem Verein, der hat mich mit eingeladen, gut, dann gehen wir mal dahin. So. Und so, dann ich bin halt auch auf eine Sportschule so gekommen, durch einen Mannschaftskollegen, so, dann bin ich auf eine Sportschule gegangen. Das war alles so ein Zufallsding eigentlich, ja, so wie meine Karriere eigentlich gelaufen ist, weil wir hatten früher keine Ahnung, was Nachwuchsarbeit bedeutet. Es war wirklich nur so, hier, da ist ein Verein, da kannst du kicken. Das war mir, ich hatte ob Landesliga oder also Regionalliga oder Bundesliga oder wie auch immer, davon hatte ich keine Ahnung. Ich bin einfach dorthin gegangen, wo ich mitgenommen worden bin, so von einem Freund oder Ex-Kollegen so. Und meine Eltern haben mich halt immer so unterstützt, macht das so, was hier, wo es dir am meisten Spaß macht. Und genau, dann von einem Verein zum nächsten, dann sind wir umgezogen, dann war ich kurz, hatte keinen Verein in der Jugend, und es war so ein Durcheinander, aber ich habe es nie mit dem, also so, hatte nie das Ziel vor Augen, so Profi zu werden. Das war so, das ist dann einfach irgendwann mal passiert, so, dann bin ich zu Union Berlin gewechselt. Mhm. Und dann habe ich gecheckt, okay, da ist ein großer Verein, so ein cooles Stadion, da will ich mal irgendwann drin spielen. So. Yeah. Und da habe ich so das erste Mal in meinem Leben gecheckt, okay, das ist das Profi-Sein. Und vorher war einfach so wirklich spielen, Spaß haben. Und genau, so irgendwann, so ich mit 17, 18 habe ich dann irgendwann so gecheckt, okay, Profi-Sein, das ist, das will ich werden, ja. Ja, aber dann ist ja voll gut, dass du so dabei geblieben bist, weil klar, wenn man dann irgendwie, dann kommt die Pubertät, dann macht man so andere Sachen, dann hängt man irgendwie mit Leuten rum und so, aber es braucht ja schon die Disziplin, einfach da auch dran zu bleiben. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne Disziplin kommt man im Fußball nicht weit. Das ist schon, ich sag mal, mit die Basis dafür, dass man Profi wird. Klar gibt es immer Ausnahmen, muss man auch dazu sagen. Aber grundsätzlich denke ich, dass die Disziplin schon sehr, sehr wichtig ist und eine große Rolle spielt. Ich war sehr diszipliniert, sehr fleißig auch, weil ich halt den Fußball so geliebt habe. Also ich war immer pünktlich zum Training. Ich glaube, auch in der Schule, wir hatten halt, ich bin auf eine Schule gegangen, es war eine Ganztagsschule, das ging von 7.45 Uhr bis 16.10 Uhr, aber die Schule war halt auch Stunde 20 von meinem Elternhaus entfernt. So. Und ich kann mich erinnern, dass ich bin zu keinem Training zu spät gekommen. So, im Gegenteil, ich war sogar noch eher da. So, das kann ich mal liebe Grüße an meinen Sportlehrer, Herr Rederscheid, der erinnert sich ganz bestimmt dran oder war einer meiner Fürsprecher auch dann bei meinem Wechsel zur Union Berlin. Genau, nee, das ist eine ganz wichtige Sache. Ablenkung in Berlin ist auch sehr groß, muss man sagen und auch wissen. Nur, ja, für mich gab es halt nur den Fußball so. Ich habe das geliebt, durchgezogen und schon sehr viel auch dafür getan, ja, um Profi zu werden. Ja. Ja, und du hast es ja dann geschafft, wirklich von der A-Jugend direkt den Sprung auch in die Profimannschaft. Da warst du ja noch sehr jung auch. Richtig. Da war ich halt 17 Jahre alt, wo ich das erste Mal bei den Profis war. Das ging auch sehr schnell, so der Weg nach oben. Ich bin bei Union Berlin angekommen. Nach zwei Monaten war ich das erste Mal oben und ja, da habe ich auch das erste Mal so begriffen, okay, so das, da will ich hin, so das so, weil vorher war das wirklich so, ich auch in der A-Jugend bei Union Berlin, ich komme jetzt hin, ich will einfach Fußball spielen, Spaß haben, so es war so, das war dieses Profi und im Stadion vor zigtausend Menschen spielen, das war so weit weg in meinem Kopf, so das war so, klar, irgendwo im Hinterkopf, aber so jetzt war ich so unmittelbar davor, so, ja, ich war dann in der ersten Mannschaft, durfte mittrainieren, ich kann mich noch erinnern, das war, die erste Einheit war gar nicht gut, so, dachte ich, boah, scheiße, ich werde, glaube ich, jetzt, ich darf nie wieder mittrainieren, ja, aber woran lag's? Ich war nervös, ja, ich war sehr nervös, ja, und ich habe überhaupt nicht gut trainiert, ja, so, aber
der Trainer, die sind ja schon lange im Geschäft, die wissen das auch wahrscheinlich. Okay, wenn ein junger Bursche hochkommt, der ist ein bisschen aufgeregt. Genau, es kann passieren, dass jeder Ball mal weg ist, ja. So, deswegen, die haben an mich geglaubt und ich habe versucht halt immer Gas zu geben, Leistung zu bringen und es hat dann gut geklappt. Ja, dann wurde ich mit 18 Profi, genau, und ab dem ersten Männerjahr dann auch fest in der ersten Mannschaft mit dabei. Genau. Aber hattest du, nachdem das Fußball ja jetzt nicht so dein, jetzt kein Karriereziel oder so war, hattest du andere Pläne oder was hättest du sonst gemacht? Das war wirklich, ich sag dir das überlegt. So. Nein, ich habe wirklich so Fußball gespielt. So, das ist eigentlich, ich habe immer meine Schule nebenbei gemacht. Ja. So, habe mein Fachabi gemacht und dann hatte ich hatte jetzt so keinen Plan, so, ob ich, was ich danach werde. So, das Ding, ich habe halt immer Fußball gespielt. So, mein ganzes Leben, es hing auch meiner Freizeit Fußball gespielt, Fußball geschaut. So immer Samstag Sportschau, es war immer so, Fußball war mein Leben so und ich konnte mir halt nichts anderes vorstellen. Ja. Es war so, eigentlich nur Fußball, ja. Ja. Und würdest du sagen, dass du dann, wie soll ich das formulieren, merkst du, dass du diesen Hintergrund hast, dieses bisschen Gebolze, das ein bisschen chaotische, das ein bisschen immer spielen, bei jedem Wetter, bei jeder Bedingung, bei jedem auf engstem Raum mit 10 Kindern, mit 50 Kindern, wer halt gerade da ist. Also merkst du das? Oder hast du das gemerkt, dass du da irgendwie vielleicht, keine Ahnung, vielleicht stressresistenter bist, wenn es eng wird oder weiß nicht was. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also das habe ich halt jeden Tag gemacht, halt so mit zig Kindern so. Und dann sind halt gewisse Fähigkeiten, die ich heute habe, die ich in meiner Kindheit dafür gelegt habe. Ja, ich glaube, das hat schon sehr viel damit zu tun, wie man, was man als Kind gemacht hat und wie man von den Fähigkeiten her. Es kann ja, ich glaube, jemand, der nicht so oft im Käfig ist oder ja, früher war das halt so, ich war halt oft auf der Straße, auf dem Spielfeld, egal wo, man hat Fußball gespielt, so egal welchem Wetter und wenn da halt zig Kinder sind, da musst du halt schauen, dass du den Ball gut abschirmst, da brauchst du halt die gewisse Technik für, dann musst du halt viel im 1 gegen 1 musst du halt gut sein, um den Gegner halt oder ja, das Kind auszudribbeln und das sind schon gewisse Sachen, die heute auch meine Stärken sind, ja. Mhm. Genau, also spielt schon eine Rolle, glaube ich, ja. War auf jeden Fall bei mir der Fall so, ich weiß jetzt nicht, vielleicht bei dem einen oder anderen nicht, aber es war, würde ich schon bei mir so sagen, ja, es schon eine Wirkung hatte meine Kindheit das Fußballspielen, ja. Ja, es ist schon was, einen prägt wahrscheinlich einfach. Ja. Dann, also bei Union Berlin hast du dann so richtig klar, war, okay, das ist jetzt dein Beruf, jetzt ist es ernst, jetzt ist Fußball nicht nur die große Liebe, sondern auch das, was du täglich machen wirst. Dann ist Fußball aber natürlich auch ein Geschäft. Also du musst dich dann plötzlich mit Dingen auseinandersetzen, wie geht man mit Medien um, man braucht einen Berater, man muss Verträge, also es sind ja auf einmal auch Dinge, wenn man jetzt unbedarft da reinkommt, die einen auch überfordern können, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist erstmal alles zu durchblicken. Es ist nicht einfach. So, da ist ja, du bist halt Jungprofi und das Beratergeschäft ist halt, ist halt ein Riesenmarkt. So, und es gibt mittlerweile oder zu meinem auch damals so viele Berater, so viele Manager. Und so viele Menschen, die in den Fußball reinkommen und so ein wie für mich, wo wirklich niemand eine Ahnung hatte, weder von meinen Eltern, Geschwistern, wirklich, ich war der Einzige, der was mit Fußball zu tun hatte. Die haben mich ja nicht mal privat eigentlich um Fußball so geschert, so, also so sage ich mal Freizeit, dass die mal ein Stadion oder dass die mal Spiele verfolgt haben, so gar nicht. Und es war so einfach Neuland, ja, und
das ist schon ganz, ganz schwer, das zu durchschauen, was da so genau immer los ist. Das ist natürlich vom Vorteil, wenn man jemanden hat, der sich da auskennt, oder wenn man gleich einen guten Griff hat mit einem Berater, der dann schon so, sag ich mal, weiß, wie es läuft. Der kann dann halt auch gewisse Entscheidungen, die man als Spieler treffen muss, egal in welcher Hinsicht, Vertragsverlängerungen oder Ausleihe, was auch immer, sind da zig Sachen, wo schon wichtig ist, wenn man jemanden hat, ja, aber da muss schon der Richtige sein. So, und klar, Medien, muss ich sagen, da wurden wir von Union Berlin schon, wurden wir gut darauf eingestellt. Wir hatten auch mal eine Schulung. Ich war auch auf einer Sportschule, da gab es auch mal eine Schulung, so, das war, sage ich mal, einigermaßen okay. Ich bin jetzt kein Vollprofi, so, ne, aber da wurden uns schon so Sachen mitgegeben, worauf wir achten sollen. Genau, das wurde schon mitbegleitet vom Verein auch aus, ja, dass wir da uns gut präsentieren, wie wir uns zu verhalten haben, und genau. Aber also wenn man so deinen Lebenslauf oder deine Karriere so ein bisschen anschaut, es ging halt schon steil nach oben, aber es gab dann schon so eine kleine Krise, oder? Also, und ich weiß nicht, wie viel du da über die Gründe auch reden magst, aber das ist, es gab ist, schon so dann. Ich sag mal, es ging sehr steil aufwärts bei mir in den jungen Jahren. War auch teilweise Stammspieler bei Union, so. War natürlich geil, so. Ne? So alles lief, junger Spieler in Berlin. Hab mich sehr wohl gefühlt. So, das ist ja für einen jungen Spieler ist ja das Schönste, was es gibt. Ja, dann so bei einem Verein noch in Berlin, wo man herkommt, ist ja auch mein Herzensverein. Dort, also ich habe mich unheimlich wohl gefühlt, und dann kam halt der Knick irgendwann nach Union. Schon vorher fand ich schon, so wenn man meine Karriere genau betrachtet, ging schon ein paar Jahre so, ich nenne es mal auch Krise, war sehr viel los. Ich war auch hatte halt immer wieder Probleme mit meinem Körper, so muskulär viel. Und ich habe es halt nie verstanden, so wie kann es sein, was muss ich machen. Ich habe vieles versucht, ja, ich muss auch sagen, ich bin eigentlich ein fleißiger Spieler, bin es immer noch, aber man muss halt wissen, was für ein Spieler man ist. Es bringt natürlich nichts, wenn man muskulär am Oberschenkel was hat, dass man jeden Tag in Kraftraum geht und Kraft macht, aber die gewissen Sachen, wo es halt wo man die Probleme hat, die muss man halt versuchen, irgendwie in den Griff zu bekommen. Dann hat man halt von Ernährung umstellen, und ich wusste halt nicht, die Lösung hatte ich nicht vor Augen, so, und die Verletzungen haben sich mehr und mehr, und dann lief die Karriere natürlich auch nicht mehr so gut, dann ging es weiter runter, bis hin zur Regionalliga, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich war auch im Ausland zwischenzeitlich, aber Regionalliga war so der Punkt bei mir, das war ein bewusster Schritt, so, ich habe auch schon vorher Gedanken gehabt, mal mit dem Fußball aufzuhören, weil das mit den Verletzungen, das hat sich das hat nicht aufgehört. So, und mental ist es auch nicht einfach, weil du tust so viel, du änderst so viel, und es wird nicht besser. Und Regionalliga-Schritt war dann der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, so, ich komme zurück nach Berlin, ich kenne den Trainer, da sind auch Jungs, die ich von Union Berlin-Zeiten kenne, gute Jungs, der Verein, so, ich mit dem Verein gute Gespräche geführt, Berliner AK. Und klar war das ein gewagter Schritt, so für die Karriere, aber es war für mich persönlich der einzig richtige Schritt, weil ich gesagt habe, hey, alles andere ist zu viel für mich, so körperlich, bekomme es nicht mehr hin, und jetzt brauche ich ein Jahr, wo ich viel spiele und mich aufbauen kann, ja, und Boah, aber das klingt nach so einer krass schweren Entscheidung. Also du bist, also
weiß, es läuft körperlich nicht, man will alles tun, dann ist man gefrustet. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja auch irgendwie hart, von außen wird man dann wie schon so abgeschrieben und so. Und, absolut, und ja. Dann zu sagen, okay, jetzt dann gehe ich halt Regionalliga, gehe dahin, wo ich mich irgendwie sicher fühle oder wohlfühle, ein Umfeld, das ich kenne und greife nochmal an. Also finde ich einen mega Schritt. Genau, also es war nach außen hin, haben es viele nicht so verstanden. Also ich war davor halt in der Slowakei im Ausland, in der ersten Liga. Also ich könnte dann, also ich müsste jetzt nicht unbedingt in die Regionalliga zurück. Also ich hatte noch andere Sachen offen, wo, sag ich mal, die noch auf Profi-Ebene waren. Mhm. Aber für mich war das halt so, mein Körper und ich habe das halt so für mich erkannt, hey, so, ich mache jetzt nicht mehr das, das nach außen hin noch so in Ordnung ist, weil es bringt alles nichts. Ich muss jetzt was für mich machen, wo ich halt auch das, wo mein Bauchgefühl mir auch sagt, okay, das ist die richtige Entscheidung. Und das war dann die Entscheidung, die ich dann halt getroffen habe, nach Berlin zu wechseln, nach außen hin. Egal ob Familie, Freunde, ich weiß es so, die haben es mir nie gesagt, aber es ist ja klar, dass die alle gedacht haben, ey, okay, das Ding ist jetzt durch bei dem so. Und hab auch, war ganz witzig so von Leuten, ja, wenn du mal was anderes machen möchtest, so mal so Angebote bekommen, auch so bei denen dann zu arbeiten und so, ne? So, kannst auch hier mal mit mir und kannst da mal so schauen, ob sie Spaß macht und so, ne, sowas, solche Gespräche hatte ich auch schon, so, ne. Nett gemeint. Ja, ja, genau, so unterschwellig, so, du, mit dem Fußball bist ja langsam so, genau, und ja, das war halt so für mich so, ich habe mein Umfeld auch, was das Management angeht und das zusätzliche Training. So, ich trainiere mal viel zusätzlich neben dem Mannschaftstraining. Mhm. Habe ich sehr, sehr gute menschliche Person, aber auch in deren Fach Top-Leute, mit denen ich heute auch immer noch zusammenarbeite. Wo ich auch weiß, ohne die wäre das nicht möglich gewesen, ja. Weil die, ja, das war halt so, wir haben alle zusammen an einem Strang gezogen, ja, und die haben mich unterstützt, dann nur. Nach außen hin weiß es halt, oder so, wie willst du das erklären? Sagst du, gehst in die Regionalliga, um nochmal durchzustarten? So mit 26, 27, da denkt ja jeder so, was ist mit dir? So, ja, genau, der ist jetzt auch oben in der Bühne, ist ja nicht mehr ganz klar, ja. Und ja, das war dann halt ein gewagter Schritt. Ja, aber es hat sich auch, ja, gelohnt im Nachhinein. Genau, ja. Auch, also ich muss halt auch sagen, mit 26, 27 so in die Regionalliga und BRK ist jetzt, kennt man, sage ich jetzt so mittlerweile schon, aber es ist natürlich kein Traditionsverein oder großer Verein, wie jetzt, keine Ahnung, Cottbus, Kickers Offenbach oder etliche andere Mannschaften in Deutschland. Aber für mich war das zu dem Zeitpunkt das einzig Richtige, ja, in dem Alter nochmal zurück und einfach nochmal zu schauen, ob ich das mit meinem Körper hinbekomme, weil das Fußballerische, das war nie mein Problem, um ehrlich zu sein. So, ich musste meinen Körper im Vordermann bringen und ja. Bei dem anderen wusste ich, okay, das bekomme ich schon hin, so. Und das ist mir dann halt in dem Jahr noch nicht mal optimal gelungen, muss ich sagen, aber es die Kurve ging wieder nach oben, nach 4 Jahren, wo ich sage, okay, so, ich habe jetzt mal eine Zeit, wo ich mehrere Spiele am Stück mache, so, das hatte ich jahrelang nicht, ja, so, und ja, seitdem ging es dann aufwärts, ja. Ja, das ist ja eben das beim Fußball, dass so viel reinspielt, also das ist das, natürlich Portion Talent ist, dann aber auch das technische Können oder aber eben auch Körper und Psyche und alles. Ja, das ist alles vereint miteinander. Das Wichtigste ist natürlich der Kopf, so sehe ich das. Man muss ganz, ganz klar bleiben, auch in den schwierigen Zeiten. Genau dann musst du eigentlich ready sein. Ja. Musst sagen, hey, so okay, ist gerade alles scheiße, so, aber ich bleibe weiter dran, so, weil Zeiten können sich ändern
und nur dann, wenn man was dafür macht und das, wenn man das Richtige macht. Ja, das bedeutet nicht, dass man einfach irgendwas macht, damit es besser wird. So ist es natürlich nicht. Man muss natürlich die richtigen Schlüsse ziehen und das Richtige machen. Und genau, war halt für mich so, ich habe halt dran geglaubt. Für mich ist halt so, Fußball, das ist halt mein Leben so. Ich habe gesagt, so auch was alle anderen auch gesagt haben. Es war mir dann so, rede durch, ich versuch's nochmal. Wenn es nicht klappt, sage ich, okay. Ja, hätte ich doch auf euch vielleicht hören sollen, aber selbst wenn es nicht geklappt hätte, so. Aber dann hättest du es wenigstens nochmal versucht. Genau, ich habe es dann für mich nochmal so, hätte ich. Sage ich mal, ich wäre natürlich nicht glücklich, aber hätte sagen können, okay, ich habe alles versucht, es sollte einfach nicht mehr sein. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich als Spieler bis dahin hatte. Und genau, mein Ziel war natürlich das Gegenteil, dass es weiterläuft. Ja, und natürlich weiter nach oben, in die Richtung, wo ich war, wo ich auch wieder hin möchte. Und genau, ja. Ja, Glückwunsch, dass es geklappt hat und ich hoffe natürlich jetzt, wo du bei 60 bist, dass nur noch gemeinsam nach oben geht. Ja, das auf jeden Fall. Also ist natürlich jetzt nicht so, dass ich sage, ich lege jetzt meine Beine hoch und sage, boah, Ziel erreicht auf gar keinen Fall. Ja. Ich bin 28, werde 29 demnächst und ich habe noch Ziele, so auch mit 60. Ich habe für mich einen ganz klaren Plan, wie es dann zum Schluss aussieht, weiß ich nicht, aber das, was ich bewirken kann, werde ich machen und das ist fleißig sein, gut arbeiten und genau, wo es dann zum Ende reicht, das wird man dann sehen. Ja, sehr gut, sehr gute Einstellung. Du hast schon gesagt, dein Geburtstag ist ja bald, wie wirst du den feiern? Weiß es nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, das wird wahrscheinlich keine Feier geben, vielleicht gehe ich dann was essen mit ein, zwei Mannschaftskollegen, Freunden, wie auch immer, aber da ist jetzt nichts Großes geplant. Genau, es wird so ein entspannter Tag wahrscheinlich einfach werden, wo ich was essen gehen werde und das war es dann auch so, ja. Aber du hast in München hast du schon auch Anschluss gefunden, also natürlich in der Mannschaft, aber so kennst du auch schon ein paar Leute? Ja, mittlerweile lernt man, also neue Stadt, ja, neue Leute, dann lernt man automatisch durch Mitspieler deren Freunde kennen, durch den einen Kumpel, den ich hier in München habe, seine Kollegen kennen und dadurch beginnt das Ganze zum Rollen und dann lernt man den und es geht dann schon recht schnell, ja. Und ja, mittlerweile kenne ich schon den einen oder anderen und genau, irgendwann ist dann halt auch genug, weil man kann sich ja nicht in 1000 Teile zerreißen. Ja, genau. So, nee, das passt schon so, ja. Und was unternimmst du denn so gerne abseits vom Fußball, wenn du Freizeit hast? Was mache ich gerne? Das eigentlich fast jeden Tag dasselbe. So, ich habe jetzt, ich gehe nach dem Training, ich esse dann was, dann fahre ich heim oder esse daheim was. Ruhe mich aus. Ja, wer eine Wohnung hat, muss es auch. Ja, genau. In München. Genau, genau. Ja, dann unterschiedlich. Manchmal lese ich was oder manchmal schaue ich mir Videos an. So, aber ich habe jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, okay, das mache ich jetzt so wöchentlich. Das ist mein anderes Hobby neben dem Fußball. So, ich habe nur Fußball. Ich sehe schon, Fußball ist einfach sehr dominant. Genau, 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 sehr dominant, ja, 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 ja. Ich schaue mir Fußballspiele gerne an, da hat man ja täglich welche zum Schauen, deswegen nichts Spektakuläres, genau. Und so hast du dich sprachlich auch schon ein bisschen eingelebt, hast du schon ein bisschen Bayerisch gelernt? Schwer. Schwer. Ganz, ganz schwer. Also das werde ich, glaube ich, auch nicht so schnell. Da muss man bestimmt, da gibt es ja eine Sprachschule für, oder? Weil wenn man Bayerisch jetzt spricht. Kannst du ein Diplom machen, ja. Ein Bayerisch-Diplom. Nee, das ist, so weit bin ich noch nicht gekommen. Ich verstehe es halt gar nicht so. Wenn halt jemand wirklich Bayerisch redet, dann ist es so, also, redet der gar Deutsch oder was ist hier los?
eher weniger. Eher weniger. Ja, ja, Errol, ich wünsche dir noch das Beste für die Saison, für dich persönlich, fußballerisch, alles. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr schönes Gespräch. Sehr gerne. Und genau, ich muss aber noch einen Hinweis sagen, weil wenn man nämlich irgendwas zum Podcast kommentieren möchte oder uns irgendwie Anregungen geben möchte oder auch potenzielle Fragen stellen möchte, kann man das über die Mailadresse machen. Das ist podcast@tsv1860.de. Habe ich das auch gesagt? Sehr schön. Kannst ja mal eine Mail schreiben. Ich schau mal, ich schau mir meinen Podcast an, ich schau mir das mal an und dann, genau, schau wenn mir was die Folge einfällt. An und schreib uns dann eine Mail, das wäre genau. Schön. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen. Du musst einfach dich entscheiden immer. Alles klar. Weiß oder blau? Weiß. Obwohl du blau trägst. Ja, ich weiß. Aber das sagt mir auch gerade, aber irgendwie kam mir gerade, ich habe auch viele weiße Klamotten heute. Also beides auf jeden Fall so, aber dann weißen Tick mehr. Okay. Döner oder Brezen? Döner. Döner. Lieber in die Berge oder lieber ans Meer? Ich finde für beides zu haben. Aber je nach wie es mir geht, so, aber schon dann Richtung Meer, dann ja, Sonne, Strand auch entspannt. Lieber Tor schießen oder Tor vorbereiten? Tor vorbereiten. Und Abschlussfrage, Berlin oder München? Berlin. Ganz klar Berlin für mich. Ey, und trotzdem bleibst du in München. Richtig, aber bin doch für mich auch wohl für. Danke dir. Danke sehr.